Suki. Der blaue Himmel, das azurblaue Meer, das seinen salzigen Duft verströmte. Es war Mios erster Urlaub. Nie hatte sich Mio die Welt so strahlend vorgestellt. Mio schritt den weichen Sand entlang, als er etwas weiter weg einen nicht zu übersehenden Haufen von Sand entdeckte. Nur so groß wie ein Ameisenhügel war er. Doch war er auffällig in seiner Erscheinung, denn es war ja mitten im Sommer. Aber es sah aus, als wäre der Sand des Hügels erst nass und dann eingefroren worden. Mior war neugierig und lief auf den Sandhaufen zu. Als er näher kam, hörte er eine wundervolle Musik. Je näher Mior kam, desto lauter wurde die Melodie. Er lief zurück zu seinem Vater und erzählte ihm davon, doch als er ihn an besagte Stelle führte, war alles verschwunden. Keine Melodie. Und auch kein Hügel. Am nächsten Tag hatte Mior es auch nicht wiedergesehen oder gehört. Was auch immer es war fort. Der Urlaub neigte sich dem Ende. Mior und sein Vater flogen ab. Jede Nacht in seinen Träumen hörte er diese Melodie. La, 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 la. Das Lied stimmte ihn munter, fröhlich, aber gleichzeitig schien etwas zu fehlen. Nur wusste Mior nicht genau, was es war. Er stellte sich vor, was diese Melodie hervorgebracht hatte. Er wollte unbedingt wissen, was das war, wie sie weiterging und ob es nur Noten waren oder auch einen Liedtext dazu gab. Die Sonnenblumen mit ihrem strahlenden Gelb reckten ihre Köpfe in die Sonne. Suki hatte darauf geachtet, keine der seltsamen Züchtungen zu sehen, die den Bienen und den Vögeln keine Nahrung boten, sondern welche, die den kleinen Freunden Freude schenkten. Suki war in der Arbeit so versunken, dass sie nicht bemerkte, dass sie jemand singen hörte. Zu ihrem Glück hatte Suki noch am Morgen den Zauberrund um ihr Zuhause erneuert. Das hieß für alle Stampfer, egal was sie machten, sie würden Suki und ihre kleine Welt niemals entdecken können. Scheinbar hatte sie sich da ein wenig zu sehr drauf verlassen, denn plötzlich ging der Alarm an, das Siegel auf ihrer Stirn wurde sehr warm und schnell hörte sie auf zu singen. Suki malte einige Fingerbewegungen in die Luft und schon tauchten sie und ihr Zuhause an einem anderen Ort auf. Sie wusste nichts, nicht wo sie war, nicht wer oder was sie war, nicht einmal wer ihre Eltern waren. Nur eins wusste sie, ihren Namen, diese Melodie. Und dass sie diese Welt zu beschützen hatte, wenn nötig mit ihrem Leben. Alle 13 Monate kam ein Inquisitor vorbei und sah sich alles genau an, sogar bis in die feinsten Details der Zellen von den Tieren, Pflanzen und ihr. Die ganze Prozedur brauchte immer fast ganze 2 Monate. Suki war froh, wenn er wieder weg war. Sie liebte es, allein und bei ihrer Arbeit ungestört und unbeobachtet zu sein. Sie hatte sich ausgerechnet, in 490 Tagen würde dieser wieder auftauchen und für Unruhe sorgen. Jedes Mal, wenn der Inquisitor auftauchte, wurden die Tiere unruhig. Auch die Bäume knarrten lauter mit ihren Ästen und raschelten stärker mit ihren Blättern. So kam es Suki zumindest vor. Vielleicht
rebellierten sie auch in gewisser Weise. Denn solange der Meister vor Ort war, durfte sie nicht singen. Und das gefiel ihr so gar nicht. Sollte sie sich nicht an diese Regel halten, würde dieser Nor noch länger in ihrem Heim verweilen. Und das wollte Suki auf keinen Fall. Das restliche Jahr hörte Mior immer wieder die gleiche Melodie in seinen Träumen. Es war wie ein Ohrwurm, nur ohne Pause, ohne Ende. Egal, wie oft er noch am selben Strand mit seinem Papa Urlaub machte, der singende Hügel tauchte nicht mehr auf. Doch Mior wollte und wollte nicht aufgeben. Es waren inzwischen viele Jahre vergangen. Doch Mior war aus der Schule in das Berufsleben gewechselt und hatte auch schon seine Ausbildung hinter sich. Der Job gefiel ihm nicht. Er hatte seinen Bäckermeister gemacht, aber der Beruf erfüllte ihn nicht. Als wieder ein Jahr vergangen war, machte er sich auf eine Weltreise. Er sah die verschiedensten und schönsten Strände. Doch irgendwie war er nie erfüllt von dem, was er sah. Und so zog er jedes Mal einsam weiter, mit dem Gefühl, dass ein Teil seines Herzens fehlte. Diese Leere fand er unerträglich, und so fuhr er weiter umher. Es war schon mitten in der Nacht, war keine einzige Wolke zu sehen, und Mior hielt an, um sich ins Gras zu legen, damit er im Mondlicht baden konnte. Eine Weile später richtete Mior sich auf, um weiterzufahren. Er war noch nicht weit gekommen, da glitzerte es zwischen den Bäumen. Mior folgte dem Glitzern und stellte mit Erstaunen fest, dass dort ein See war, mit einer winzigen Insel in dessen Mitte. Er war verwirrt. Diesen Weg ist er schon so oft gefahren. Hier war nie ein See. Aber da er Wasser so sehr liebte, schlug er am Ufer sein Zelt auf und legte seinen Schlafsack hinein. Vor dem Schlafen wollte er noch eine Runde schwimmen. Mior zog sich aus und legte alles fein säuberlich neben sein Zelt und lief in das kühle Nass. Die 94 Tage vergingen wie im Flug. Doch immer fragte sie sich, wie im Namen der ewigen Mutter sie so unachtsam sein konnte. War es vielleicht aufgrund, dass es ein kleiner Stampfer war? Sie wusste, dass sie dieses Vorkommnis auf keinen Fall erzählen durfte oder sich etwas ansehen lassen durfte. Suki machte weiter wie bisher, sorgte sich um die Pflanzen und Tiere, sang, tanzte und genoss jeden Sonnenstrahl, der durch die obere Öffnung ihres kleinen Zuhauses brach. Die Wärme auf ihrer Haut kitzelte, kribbelte und ließ ihren winzigen Körper erbeben. Suki legte sich noch einmal ordentlich ins Zeug, damit ihr Gesang noch lange in der kleinen Welt nachhallte. Dann war es soweit. Der Meister kam herangeflogen und fragte sie aus nach Auffälligkeit, nach Vorkommnissen und jeden einzelnen Tag. Nach der Befragung wurden Biopsien und andere Untersuchungen der umliegenden Pflanzen, Tiere und Gewässer durchgeführt. Auch wurde Suki selbst Magietests, Sporttests und Kampftests unterzogen. Flugstunden waren äußerst hart und als sie damit fertig waren, nahmen sie ein sehr langes Bad. In der Zeit waren die 2 Monate verflogen wie nichts. Zusammen wechselten sie noch ein paar Mal die Orte und übten die Schutzzauber. Danach packte der Inquisitor seine Sachen. Mior war gerade ins Wasser abgetaucht. Da hörte er wieder das ihm vertraute Lied. Er tauchte auf, wischte sich das Wasser aus dem Gesicht
und spähte zur winzigen Insel mitten auf dem See. Tatsächlich sah er dort diesen kleinen eingefrorenen Sandhaufen. Langsam schwamm er darauf zu und hielt am Rand inne, lauschte dem Lied und ihm wurde warm und froh zumute. Vorsichtig legte er sich neben den Sandhaufen und schlief bald darauf ein. Als er wieder erwachte, war er neben den Sandhaufen, war er nicht mehr auf der kleinen Insel mitten im See. Mior lag auf einem weichen Boden, welcher mit Moos überzogen war. Etwas weiter entfernt bemerkte er eine sehr, sehr alte Frau vor einem kleinen Häuschen. Mior ging hinüber, ringsherum waren die Bäume ohne Blätter und Laub lag überall herum. Sie berührte ihn sanft. In diesem Moment wusste er, was er nun war. Und die alte Frau zerfiel zu Licht. Suki wurde hinausgetragen durch das Loch in der Decke. Sie fühlte sich frei und leicht. Sie hörte, wie er unten ihr Lied sang und summte mit La, 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 la. Mior stellte mit Erstaunen fest, dass sobald er sang, die Blumen aus dem Boden sprießten, die Bäume neue Knospen bekamen und neue Blätter aus ihren Ästen entrollten. Mior blieb und sang fortan für die Tiere und Pflanzen. Er liebte die Einsamkeit und genoss die Ruhe in vollen Zügen.